Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben schon den dritten Advent. Also ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent. Genießt die Zeit, es ist ja schon fast wieder vorbei. Ganz grausig, wenn ich ehrlich bin. Aber wisst ihr, was nicht grausig sind? Die ganzen Türchen vom dritten Advent. Die packen wir jetzt aus. Dadurch, dass es ein Adventssonntag ist, gibt es noch ein, zwei Türchen mehr als sonst. Also schnappt euch einen Tee und ich schau mal, welchen Tee ich hier als nächstes probieren darf. So, der 17. Hier ist er auch nicht. Hier ist er. Oh, was Rotes. Rot ist eigentlich immer gut. Ich will noch mal ein bisschen mehr gucken. Kaminzauber oder sowas. Süßer Bratapfel. Auch super. Habe ich auch zu Hause. Richtig gut. Oh, und es riecht immer so schön, ne? Zimt ist was ganz, ganz Tolles, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, Christa. Und der Stern ist irgendwie noch nicht aufgetaucht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, und dann bin ich am Überlegen, womit wir anfangen. Ach, wir fangen mit denen an, die mich schon wieder verwirrt haben. Hier, dritter Advent. Ich weiß, dass heute der dritte Advent ist. Aber ich suche doch nach einer 17, Leute. Aber guckt mal, ist das nicht auch wieder ein ganz zauberhafter Stempel? So, wir fangen jetzt einfach genauso an, wie sie hier liegen. Das ist einmal Gruppe 2 von den Adventskalendern von Kreativdepot. So, und diese ATC ist von der Beate. Und auf Instagram heißt sie unterstrich Stempelstern unterstrich. Da bin ich gespannt. Ach, schön. Oh, das ist tolles Designpapier. Guckt mal, wie schön diese Kugeln aussehen. Dann haben wir hier schöne Weihnachten und dann noch schön die 17. Alles ausgestanzt, ganz zauberhaft. Traumhaftes Papier. Vielen Dank, Beate. So, dann kommen wir zur Gruppe Nummer 3. So, dann kommen wir zu der lieben Claudia. Ja, ich bin mir, ich und Englisch, ne? Stamp and SEW. Sue. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir drehen lieber um. Oh, der kleine süße Otter. Oh, frohes Fest. Und der ist so süß. Da habe ich auch die ganze Zeit überlegt, ob ich mir den hole. Der wird in der nächsten Wintersaison bestimmt bei mir einziehen. Der kleine süße Otter. Richtig zauberhaft. Vielen, vielen Dank. Ich mag das auch, dass du hier den Hintergrund nochmal mit der 17 aufgefasst hast. Dann kommen wir jetzt zu Gruppe Nummer 4. Also das ist meine Gruppe. Oh oh. Das klebt hier ganz schön an der Tüte. Ich hoffe, es ist nichts kaputt. Nö, es klebt einfach nur ein bisschen. Okay. Die ist von der lieben Dagmar und schaut mal, das glitzert schon ganz schön. Und ich sehe hier schon Band. Ich liebe Band. Hier ist es richtig schön. Oh, das ist so ein Goodie-Stempel. Und davon habe ich nicht einen. Ich habe nicht einen dieser tollen Engel-Goodie-Stempel. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber es ist richtig, richtig schön. Ich liebe das mit dem Blau im Hintergrund und dann mit diesem Glitzer. Und mit dem Band. Es sieht ganz zauberhaft aus. Oh, ich will auch so einen. Naja, irgendwann will vielleicht mal jemand einen loswerden. Zauberhaft. So, und dann kommen wir jetzt zur Gruppe Nummer 1. Und die ist von der lieben Karina. Wir drehen um. Den hatten wir schon mal. Genau den hatten wir schon mal. Der ist so schön. Das ist so eine riesige Kugel. Eine zauberhafte Weihnacht. Ah, und da hat sie die 17. Ach, und das im Hintergrund mit diesen Kugeln. Mit dem Grün sieht ja auch ganz toll aus. Richtig schöne Idee. Vielen, vielen Dank. Guck mal, also heute haben wir wirklich wieder komplett verschiedene. Mit Designpapier und Stanzen. Mit kolorierten Stempeln. Mit kolorierten Hintergründen. Mit Stanzen. Also wirklich 4 komplett verschiedene und ich liebe sie alle. Vielen, vielen Dank, ihr 4. So, dann kommen wir jetzt zu einer meiner Tauschgruppen. Und guckt mal, hier ist so ein süßer Glitzerschneemann drauf. Und auch hier die 17 glitzert so schön. Also die ist von Lovely Create. Und ich würde sagen, da steht drücken Snowman. Ah, wie geil ist denn dieser Stempel? Oh, das sieht so cool aus mit diesem Papier auch. Hier unten ist ganz viel Glitzer, wo der Schnee ist. Und dann ist hier dieser Schneemann mit seinem Bier in der Hand. Der ist ja genial. Auch hier mit der Eckenstanze. Es ist richtig, richtig schön. Und durch dieses besondere Papier. Ich hoffe, man sieht das gut. Ganz zauberhaft. Die Knöpfe glitzern noch hier oben. Oh, mega. Oh, hört ihr das?
Oh, großartig. Vielen, vielen Dank. So, und hier kommen wir jetzt zu den Sachen von der lieben Lilly. Dem kleinen süßen Eichhörnchen-Fratz, was hier so toll in einer Tüte ist. Die Klammerchen kommt erstmal ab. So, dann glaube ich, müssen wir das mal so rum rausziehen. Ah, hier ist auch noch ein kleines Eichhörnchen. Sie liebt Eichhörnchen. Fröhliche Weihnachten wünscht dir Lilibella. Das Band ist, das hält die ATC zu. Und hier ist mit Tapete gearbeitet. Oh, wie cool ist das denn? Okay, wir müssen das Band nach oben schieben. Ich krieg's nicht hin. Komm, Band. Lass mich nie im Stich. Oh Mann. So, jetzt habe ich es, glaube ich. So. Ist das süß, goldig. Und jetzt klappe ich es auf. Seid ihr bereit? Oh Gott. Ach, cool. Guck mal. Da ist einmal so ein Holzelch. Und nochmal so ein kleines Glitzerdings. Da hat sie quasi eine Box draus gebastelt. Und dann kann man sein Goodie da rausnehmen. Und dann haben wir hier so einen süßen Weihnachtsmann. Also so ein... Ach, ihr seht das ja selber. Mensch, ich krieg das hier nicht zu. So. Ach, ist das eine süße Idee. Das ist ja ganz zauberhaft, meine Liebe. Oh, und Tapeten. Oh, herrlich. Vielen, vielen Dank. Super, super kreativ. Großartig. Oh, toll. So, wir machen jetzt mit Brittas Adventskalender für mich weiter. Und wir drehen sie um. Das ist schon wieder meine Lieblingsstanze. Oh, oh, das Geniale ist, ich habe alles da, um diese Karte zu machen. Ich habe die Die-Cuts, die sind von der lieben Tina. Die habe ich mehrfach. Die habe ich in Weiß und die habe ich auch in Creme. Und dahinter diese Tapete habe ich auch. Und ich liebe sie. Ich habe schon Timo gefragt, ob wir die nicht an die Wand hängen wollen. Aber nein, die ist zum Basteln. Richtig genial. Oh, die finde ich ganz großartig auch, weil dieser Ton halt total in der Tapete wieder aufgreift und das alles so glitzert. Oh, Britta, vielen, vielen Dank. Hammer. Dann kommen wir jetzt zu meiner lieben Eileen mit diesem schönen Umschlag. Katzenspielparadies. Oh, da bin ich ja gespannt. Also wenn es jetzt eine witzige Karte ist, ist da einfach nur ein Pappkarton abgebildet, ne? Weil das ist auf jeden Fall Spielparadies. Wir schauen. Ach nein, wie süß, ein Kratzbaum. Oh, guckt mal, wie die beiden aussehen. Oh, sind die niedlich. Und der Kratzbaum glitzert auch noch so toll. Oh, meine kleine Storm liegt hier und schläft. Richtig süß. Eileen, vielen, vielen Dank. Ja, das ist viel besser als ein Pappkarton. Viel, viel besser. So, und dann haben wir noch den von der lieben Petra. Also von Schokolina. Sie hat mir ja ein Nilpferd, also ein Anton, ATC Adventskalender gebastelt. Zumindest waren bislang immer Antons drin. So, und wir drehen sie um. Och Gottchen, der ist ja süß. Du inspirierst mich. Och, wie süß. Dankeschön. Och, sowas, also wenn ich sowas lese, dann freue ich mich immer. Also auch, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil dann weiß ich, okay, die Zeit, die ich hier Opfer klingt so falsch. Die Zeit, die ich investiere, lohnt sich auch und auch für euch. Und guckt mal, wie toll. Wo hast du denn diese tollen Steinchen her? Die sind ja auch großartig. Richtig schön. Oh, und wieder diese bunten Haare und dann noch diese ganz dünnen Streifen. Großartig. Vielen, vielen Dank, Petra. Oh, herrlich. Und der grinst auch so schön, so richtig grundzufrieden. Einfach perfekt. So, dann kommt jetzt noch die Facebook-Gruppen und dann kommen die Sachen, die ich zum dritten Advent von euch bekommen habe. Guckt mal, ihr Lieben, hier sind ganz, ganz viele tolle Stickerchen drauf. Ich muss nur mal überlegen, wie ich den am ehesten aufkriege. Ja, ich weiß es nicht. Also hier ist Washi-Tape, vielleicht klebt es ja irgendwas zu. Das ist nur Deko-Element. Nee, das ist aufgeschnitten, okay. Also muss nur das Washi weg, zack. Und jetzt wie rum? So rum. Okay, sehr schön. Also das ist von der lieben Petra. Und die ATC heißt Nordpol.
Oh, das ist ja süß. Guckt mal, das ist ja ein toller Stempel. Der Nordpol und da hängt ein kleiner Wichtelchen dran. Und dann haben wir noch ein paar Schneemänner. Nein, es ist zwar weiß, aber es sind Tannenbäume. Oh, herrlich, ne? Ja, bin einfach schon ein bisschen durcheinander. Aber ich habe heute auch meinen Schneemann-Pullover extra passend zum dritten Advent an. Vielleicht war ich deswegen so auf Schneemann getrimmt. So, die kommt dann hier einmal hin, ganz zauberhaft. Und dann haben wir hier den letzten offiziellen Umschlag. Das sieht auch ganz schön aus, weil es auch so schönes Glitzerpapier ist. Einmal umdrehen. So, die ist von der lieben Daniela und heißt Spider-Man. Ich bin gespannt. Und Bastelmam heißt sie. So, wir drehen um. Okay, die ist cool. Ich hatte ja ein bisschen Angst. Mein Hero. Und dann ist da, naja, Spider-Man. Herrlich. Und also ich muss es echt sagen, dieses Spinnennetz in schwarz embossed sieht natürlich großartig aus. Das sieht halt, also die ganze ATC sieht großartig aus. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Richtig gut. Seht ihr das? Ja, ich glaube, ihr seht das ganz gut. Hammer. Vielen, vielen Dank. So, und dann haben wir eine Storm, die hier alles durch die Gegend wirft. Aber wir haben jetzt noch zwei Briefumschläge, die ich aufmachen darf. Und zwar diesen hier. Ihr kennt ihn schon von den letzten Tagen. Ist das nicht schön? Ich will immer noch diese Schleife mit diesem Papier. Tolle Kombination. Hier war ein Wachssiegel drauf. Das ist mir nur schon beim aus der Tüte nehmen abgefallen. Aber ich kann sie euch einmal zeigen, wie sie aussehen. Hier habt ihr ein Beispielsiegelwachs. Hatte ich eigentlich gesagt, dass das von meiner lieben Sandra ist? Ich glaube nicht, das habe ich gar nicht erwähnt. Also wir haben hier nochmal zwei Kekse für meine Keksschachtel, die ich am Anfang bekommen habe. Und schaut euch mal dieses schöne Wachssiegel an. Mit Erdbeerkuchen und einem Tee. Hammer. Richtig zauberhaft. Vielen, vielen Dank. Ne, meine liebe Sandra. Und die ATC heißt Weihnachtszeit. Och, süß. Och, zwei Söckchen. Und Socken passen zu mir echt. Also Weihnachten gibt es fast immer Socken. Und herrlich. Diese Socke hier oben ist ja auch toll. Ich liebe auch dieses Papier. Und diese Stanze ist so toll, weil man damit Geräusche machen kann. Herrlich. Vielen, vielen Dank, Sandra. So, und last but not least. Kommt jetzt noch eine ATC vom lieben Kreativsternchen. So, ich kriege es hin, ohne den Umschlag zu demolieren. Ja, also perfekt. So, antike Schneekugel vom Kreativsternchen, also meiner lieben Melissa. Ich bin gespannt. Ah, das hat sie in ihrem Video gezeigt. Oh, sieht das toll aus. Also solche Schneeflocken habe ich ihr auch mal rübergeschickt per Post. Aber es kann auch gut sein, dass sie davon mehr als genug eigene hat. Guckt mal, hier unten haben wir so eine Schneepaste, was schon sehr cool ist. Dann ist hier so eine Kugel und ich glaube, das ist aus dem Die-Cut-Set von der lieben Tina vom Kreativfalter, auch dieses X-Mess. Und da ist sie mit so einem, ja, mit Glaze drüber gegangen und das hat sie noch gezeigt, dass ihr das leider gerissen ist. Und da meinten wir noch im Stream, naja, das ist ja nicht schlimm, es sieht halt dadurch Vintage aus. Jetzt gehe ich mal ganz nah ran, seht ihr das? Da sind dann auch noch so ein paar Plastiksterne eingelassen, wie in so einer Schneekugel, richtig. Die siehst, wenn du so guckst, siehst du die kaum. Und im Licht funkeln sie dann. Es ist großartig. Die ist wirklich großartig, meine Liebe. Oh, toll. Fand die schon damals in dem Video so schön. Also, und da habe ich nur das gesehen, ne? Nicht den Rest. Also vielen, vielen Dank, Melissa. Kriegst auch noch was. Aber ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich ungefähr so ein bisschen schon habe und so viel hinterherhänge. Ja, also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Fühlt euch bitte alle noch mal ganz, ganz doll gedrückelt. Ein Herzchen an euch. Habt noch einen schönen dritten Advent. Lasst euch nicht ärgern. Denkt an Weihnachtsgeschenke. Denkt an Karten. Der Stress beginnt. Diese Woche ist die letzte Woche vor Weihnachten. In 7 Tagen ist Weihnachten. Und ja, dann ist das alles hier auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt genauso viel Spaß wie ich aktuell. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.